einen wunderschönen guten Morgen an diesem 10. Dezember. Ich sitze ein wenig anders. Und zwar hat das den Grund, dass ich meinen Kopf gerne ein bisschen näher am Elgato Keylight haben möchte, um beides im Bild zu haben, um dieses große Objekt, was gar nicht so groß ist, auch zu zeigen. Das ist eine Wi-Fi-LED-Schreibtischbeleuchtung. Vor allem gedacht für Leute, die Videospiele streamen und dabei angeschaut werden wollen. Oder für jemand, der Podcasts aufnimmt und auch dabei angeschaut werden möchte. Diese LED, die gibt indirektes Licht ab. Das heißt, man kann da direkt davor sitzen und bekommt es nicht grell und unangenehm ins Gesicht gestrahlt. Und es gibt auch keine Wärme ab. Also so, man spart sich das große Lichtzelt mit Lampen dort drin, vor denen es wirklich unangenehm ist, längere Zeit zu sitzen. Und unsere Podcast-Aufnahmen, die dauern eine gewisse Zeit und deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Dieses Licht, das rutscht in diese Kategorie iOS-Zubehör wirklich hauchdünn, also gerade eben so. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass natürlich eine App mitkommt, die dieses Licht einschaltet und auch wieder ausschaltet. Und wenn das Licht eingeschaltet ist, dann kann man die Farbtemperatur hoch und runter regeln und man kann die Intensität hoch und runter regelt. Und wenn man mehrere von diesen Elgato Keylights sich zulegt, dann synchronisiert über Wi-Fi diese App die verschiedenen Lichter. Das ist alles, was sie tut, deswegen so hauchdünn rutscht dieses Objekt in die Kategorie iOS-Zubehör. Wie gesagt, die Größe ist ganz passabel, sie ist schreibtischkompatibel, sie lässt sich relativ leicht verstellen mit diesem Gestänge. Die wird einfach an den Schreibtisch geschraubt. Man spart sich ein großes Lichtzelt. Man bekommt ordentlich Licht, würde ich sagen. Und es ist nicht unangenehm, davor zu sitzen. Und sie rutscht gerade so in die iOS-Karte. Ich habe das schon erzählt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen. Morgen ist der 11. Dezember schon. Wahnsinn.